Ja, einen schönen guten Abend. Ich hatte ja noch in Aussicht gestellt, dass es eine kleine Überraschung gibt für die Lehre im Wintersemester. Und jetzt bin ich bei nicht ganz idealen Lichtverhältnissen dabei, genau das aufzuzeichnen. Und es wird sich dabei um die Vorlesung Reformationen und Revolutionen drehen. Wenn Sie sich recht erinnern, ist ja die Lage die, dass wir im Wintersemester größtenteils digital werden unterrichten müssen. Aber ich möchte das dennoch probieren, ein wenig Präsenz zu ermöglichen, herzustellen. Aber dazu zeige ich Ihnen ganz kurz erstmal die Ausgangslage im Sommer oder in der Raumplanung, wie wir an das Wintersemester herangegangen sind. Hier mit der Vorlesung Reformation, Revolution insgesamt. Üblicherweise unterrichte ich Vorlesungen, die thematischen Vorlesungen in der August-Bebel-Straße E08 am Freitag in der dritten Doppelstunde. Und üblicherweise erwarte ich da nicht 100 Teilnehmerinnen, weil die Vorlesungen oder thematische Vorlesungen in den modularisierten Studiengängen nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, dass ich die Leistungsermittlung so schwierig gestalte, was ich persönlich sehr schade finde. Und dieser Raum hat aber allerdings nur eine Corona-Belegung von 12. Das bedeutet, dass wir da einen Quotienten von ungefähr 8,3 haben. Und das würde bedeuten, bei einem verkürzten Semester, das um 2 Wochen verkürzt ist, dass wir tatsächlich immer nur in Kleinstkohorten, in Kleinstgruppen überhaupt in dem Vorlesungssaal unterrichten könnten. Allerdings gibt es dafür vielleicht eine Option. Also die Ausgangslage ist diese, dass tatsächlich eine Präsenzveranstaltung unter den Bedingungen keinesfalls empfohlen werden kann. Und den Raum hatte ich eigentlich auch zurückgegeben und wollte es ursprünglich komplett digital umsetzen. Aber ich habe mich anders entschieden. Schlussendlich werde ich die Veranstaltung nicht in Präsenz anbieten. Aber ich möchte den Raum in der August-Bebel-Straße nutzen, und zwar für ein hybrides Format. Das heißt, ich werde aus dem Vorlesungssaal in der August-Bebel-Straße streamen, live. Und ich hätte gern auch, dass Sie zumindest in Teilen mit an der Vorlesung partizipieren können, direkt vor Ort. Und wir gemeinsam auch vor Ort ins Gespräch kommen. Ich weiß, dass Ihnen das wichtig ist und mir ist es auch sehr wichtig. Und deswegen werden wir unter der Einhaltung der geltenden Hygienestandards ein hybrides Format in dieser Vorlesung realisieren. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie teilen wir denn bitteschön diese Plätze zu? Ja? Also wie kommen wir denn auf den Quotienten? Und dafür habe ich mir etwas überlegt. Und zwar, ich darf Sie bitten, dass Sie mir Ihre Wunschtermine für Ihre Präsenzveranstaltungen bitte unter folgendem Link im folgenden Formular melden. Und ich würde dann eine Zuteilung und eine, soweit es irgend möglich ist, eine faire Verteilung realisieren, damit Sie wenigstens alle einmal im Semester die Gelegenheit hatten, wenn Sie das möchten, im Hörsaal mit dabei zu sein und aber keinen Nachteil davon haben, wenn Sie das nicht sind, denn das Format ist hybrid und wir werden auch online miteinander wie in den letzten Semestern und im letzten Semester im Speziellen miteinander ins Gespräch kommen und wir übertragen dann eine Videokonferenz in den Vorlesungsraum und aus dem Vorlesungsraum die Stimmen derer, die vor Ort sind, direkt in den Stream, so dass wir miteinander im Gespräch sind und hoffentlich an einem solchen hybriden Format Gefallen finden werden. Vorausgeschickt sei gleich noch, sollten sich die Situationen nennen, muss man ja schon genauer sagen, und die Lagen dementsprechend ändern, dass eine Präsenzveranstaltung gänzlich ausfällt, dann ist es freilich auch so, dass ich mit der Planung für dieses hybride Format sofort einen Schritt zurücktreten werde und die Vorlesung in Ihrem und in meinem Interesse und auch im Interesse der Universität lediglich als digitales Format anbieten werde. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich darauf einlassen,
Sie können mir auch gerne Ihre Meinung hier in den Kommentaren hinterlassen oder in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung. Bin gespannt auf Ihr Feedback. Freue mich jetzt auf das beginnende Semester, auf Ihre Fragen, Anregungen, Kommentare und vor allen Dingen darauf, was Sie von solch einem hybriden Format halten und ob Sie sich sowas in Zukunft häufiger wünschen. Denn das kann ja durchaus eine Option sein, um verschiedene Veranstaltungsformate zusammenzubringen, Gastvortragende einzuladen, eine Vorlesung zu realisieren, zusammen mit Studierenden an einer anderen Universität. Dem Ganzen sind ja in diesen digitalen Formaten und in diesen digitalen Übertragungswegen eigentlich kaum Grenzen gesetzt. So, das zur Überraschung, was ich noch vorhabe im Wintersemester. Und jetzt hoffe ich, dass das Feedback von Ihnen positiv ist auf diese Idee. Lassen Sie mich das bitte ehrlich wissen, was Sie davon halten. Und ich halte Sie auf dem Laufenden, wie die Abstimmung zu den Wunschterminen ausfällt. In diesem Sinne bin ich Alexander Lasch und wünsche Ihnen einen schönen Abend.